Wenn Sie bei mir auf Begriffe, Worte stoßen wie höheres Selbst oder Gott oder der große Geist, solche Objekte, die Sie nicht sehen können, die Sie nicht greifen können, dann brauchen Sie da nichts darüber zu studieren, nichts zu recherchieren, sich keine Konzepte zu machen. Sie können es auch ablehnen, dass es so etwas gäbe. Spielt überhaupt keine Rolle. Das ist ja gerade das Schöne, das Besondere am Schamanismus. Wir stehen gleichzeitig jetzt hier im 21. Jahrhundert, 2021 gleichzeitig auch noch. Und wir stehen zu der Zeit, als wir noch keine Konzepte hatten. Also es ist, alles ist neu. Es ist, alles wird zum ersten Mal gedacht. Wir können keine Fehler machen. Gut, also, das zeigt sich dann relativ schnell. Wenn wir es nicht so gut gemacht haben, darunter leiden wir schnell. Aber wir haben den ganzen kulturellen Klimbim nicht, wo wir Fehler machen können. Wir haben keine Psychologie, wir haben keine Psychiatrie, wir haben keine Philosophie. Wir haben keine weltlichen Autoritäten, also den Staat haben wir natürlich schon, müssen wir immer auch berücksichtigen, Arbeitgeber und so weiter. Aber für wo wir unseren eigenen Gestaltungsraum haben, unsere eigene Kreativität anwenden können, umsetzen können, auch ins Materielle, da sind wir völlig frei. Aber was meine ich denn mit höheres Selbst? Das kommt bei mir ja auch vor, oder? Auch Gott kommt vor. Solche Begriffe, die kommen vor, weil die in den verschiedenen Systemen, die ich in meinen 61 Jahren bisher angetroffen habe, eben vorkommen und etwas Bestimmtes auch ausdrücken. Und da kann ich jetzt einfach eine erste Näherung angeben, wo es dann Resonanz hat, wo es dann Übereinstimmung hat mit dem, was zu meinem System gehört, oder? Wenn ich davon spreche, dann können Sie das darunter verstehen, dass wir eben nicht denken sollen, da, wenn es darum geht, sondern wahrnehmen. Also keine Gotteskonzepte, keine Gottesmodelle. Aber es gibt selbstverständlich Unbewusstes. Wir sind uns nicht dauernd allem bewusst von dem, was nur schon innerhalb von uns geschieht. Und wir haben aber die Möglichkeit, in uns einzutauchen. Da gibt es verschiedene Techniken. Und dann eben nicht selber Inhalte zu produzieren, wie Gedanken, wie Bilder, ganze Filme, die wir uns erschaffen können, so in Halbschlafzuständen.
nicht das. Das ist dann nicht gemeint, oder? Da würde ich dann sagen, ich, oder? Ich stelle mir, mache mir diese Bilder oder so, forme diesen Gedanken, denke das, oder? Das ist dann nicht gemeint mit Gott, höherem Selbst und so. Da haben wir den Unterschied. Und weshalb dann höheres Selbst, oder? Weshalb Gott, oder wo man eine natürlich sehr höchstmögliche, höchste Instanz sich ja denkt, oder? Aber der Sinn des Wortes, wenn ich das verwende, auch höheres Selbst ist, dass wenn wir von innen her schauen, oder? In unser Inneres schauen und innere Wahrnehmungen haben, die wir nicht selber erschaffen, durch eigene gedankliche Tätigkeit, durch willentliche Aktivität. Da gibt es unterschiedlichste Qualitäten. Nerven wir uns nicht ab Negativem, da brauchen wir dann auch unseren Verstand. Aber es ist einfach klar, dass wenn wir dort eben doch auch uns einstellen, wenn wir, es gibt eben die schamanische Anrufung, ich denke, das ist wahrscheinlich der wichtigste, entscheidendste, schwerwiegendste Unterschied zum Buddhismus, zum Zen, zu Zen. Meditation, zur Sazen, so wie ich das erlebt habe, wie ich es auch in meiner Recherche nur angetroffen habe. Es gibt dort die schamanische Anrufung nicht. Oder? Ich meine, Buddha hat den Missstand angetroffen von eben einem Komplexschamanismus, bereits abgefallenen Systemen, viel Götterei, Ahnenkulte, ja, so geprägte Gottheiten, Teilgottheiten und so. Und das ist alles niederwertig und berechtigt hat er das alles auf die Seite geschoben. Es gibt bei ihm keine Anrufungen. Und das hat schon auch seinen Verdienst, oder? Dass man mal eben alle die niederwertigen Geschöpfe im Geistraum, die es eben auch gibt, dass man die auch mal weg hat, oder? Aber dann hat man dann die Verbindung zu dieser sehr hohen Intelligenz eben damit nicht, oder? Da kann man dann Jahre, Jahrzehnte, ein Leben lang herumdümpeln mit diesen, wenn man sie überhaupt macht, wirklichen Zen-Meditationen in dieser erforderlichen Strenge. Und man kommt nicht zu einer hochwertigen Erkenntnis, nicht zu einem täglich aufgezeigten Weg, nicht zu Eingaben in dem Moment, wo man sie gerade braucht. Ich denke, damit ist das meiste gesagt.